Puh, das hat jetzt bestimmt nochmal 10 Minuten Minimum gedauert. Ich habe auch gleich den blauen Drachen mitgemacht hier in Spyro. Und jetzt kriegen wir gleich die Belohnung. Aber nicht zu vergessen, den Ben haben wir auch mit dabei. Hallo. Ja, servus Leute. So, hier nimm das. Das habe ich aus der geschmolzenen Lava gefischt. Was kann das wohl sein? Ein Ei. Errungenschaft, Drachenzwilling-Drama. Oh ja, so könnte meine Folge heißen. Vor allem Lava ist Lava nicht immer der geschmolzene Aggregatzustand. Ja, ach so, geschmolzene Lava. Ja, stimmt, doppelt gemoppelt. So, ich check mal kurz die Lage. Guck mal, schon alles eingesammelt. Oh, nice. Bin bereit für eine zweite Runde. Mit nein. Vier Drachen. Ich wusste, dass diese Monster kein Problem für dich sind. Okay. Ja, ja. Kein Problem. Ja, absolut gar keins. Wo waren wir denn? Ja, genau, wo waren wir denn? Wir waren. Kamen von da oben. Da muss ich jetzt nochmal ein bisschen mühsamer hoch, würde ich sagen. Ja, vielleicht geht auch die Kanone jetzt auf, wenn du dann. Vielleicht schießt sie dich dann hoch. Sieht nicht mit so viel aus. Glück. Nee. Leider nein. Moment, gibt's hier vielleicht irgendwo einen Wind? Wäre ja mal nett gewesen. Ich kann den Wind machen, wenn du willst. Nein, nicht den wieder. Ich renn mal durch. Wo bin ich denn? Bin ich echt den langen Weg hochgegangen? War das so? Wo bin ich überhaupt hochgegangen? Hier, hier ist was. Da, das ist doch mal was. Das ist zwar nicht viel, aber es ist ein bisschen was. So, ich hatte mich. Ne, ich wurde so rum. Wurde hochgeschossen, genau. Dann bin ich hier durchgelaufen. Hier ist ja auch schon keiner mehr. Und hier war ich rechts abgebogen und hier rüber gesprungen. Das hatten wir jetzt erledigt. Ich würde sagen, dann geht's jetzt hier weiter. Zu der Greta. Die Zauberin scheint die Pläne schon benutzt zu haben, um ihre eigene Rakete zu bauen. Wir müssen sie zerstören. Folgt mir. Okay, Madame Thunberg. Ja. Ui. Sie macht erstmal alle platt. Wie so ein Flummi. Oh. Ah, noch ein neuer Charakter. Hm. Affe? Ja. Ei, dann nimmt das Ei mit. Ah! Kommt jetzt eine Space Mission? Das wär's ja. Oh! 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 Aha! Ah, ja. Okay. Hey, sieh mal, was in der Rakete war! Wir müssen versucht haben, sie in den Orbit zu bringen! Er macht den Sparks. Zum Abendsee bin, um die Rakete des Professorpferdes zu bauen. Erstmal gehe ich hier noch zurück, weil die hat ja. Eigentlich hat sie auch aus den Gegnern hat sie auch was rausgeholt, aber das ist jetzt nicht mehr zu sehen. Ja, das sind die Roten hier in der Mitte. Lagen die. Waren die Gegner nicht am Rand hier so? Hier? Nee, die waren in der Mitte. Und einer war am Rand, aber weiter. Also nicht da, wo du jetzt bist, sondern Richtung Ausgang. Okay. Dann links. Also, bist dran vorbeigelaufen. Hier wäre Ende. Ja. Ich habe mich anderweitig umgeguckt, aber so. Leider immer noch nicht alle. Aber das ist ja auch erklärbar. Ja, wahrscheinlich also kannst du jetzt durch diese Rakete noch durch. Genau. Ne? Und das Ei da unten war wohl auch das, was sie mir gegeben hat. Scheint so. Ja. Aber ich möchte nochmal festhalten, ein Ei ist gegen eine Metallkanone geprallt und die Kanone ist kaputt gegangen. Ja, also aber es war ein Drachenei. Ah, stimmt, die scheinen mehr auszuhalten. Okay, oh. Oh. Haha. Das ist der Rückweg. Okay, was sagt Sparks? Ja, dann lassen wir mal Sparks reden, okay. Ah ja, ich sehe es schon. Liegt da an der Kante. Wann habe ich denn das übersehen? Es ist nicht alles. Ja, jetzt wieder hoch. Was soll die Scheiße? Kann sich auch nicht entscheiden, der Junge. So, Moment mal. Ja. Ne, jetzt wieder. Unten? Ja, eher so runter. Ach so, da ist ja was. Da muss ich ja. Ja, stimmt. Ach, da ist diese Affenmission. Na, toll.
Ja gut, dann geht das jetzt auch wieder nicht. Mein Gott, also jetzt müssen wir einen Yeti finden und na gut, Yeti wird sich ja bald erledigen, aber einen Affen. Ansonsten würde mir hier 3 von 6 Eiern, das kann doch nicht alles sein. Was wir bisher haben. Das ist sehr wenig, ne? Schon aber gut, wenig. Wenn er nur noch dahin zeigt, ich hoffe, da würde der sonst als letztes hin zeigen, wenn man. Ja gut, der zeigt aber prinzipiell immer nur auf die Edelsteine, ne? Aber ich wüsste jetzt nicht, wo wir was übersehen haben. Also wir sind echt überall gut durchgelaufen. Vielleicht gibt's auch 3 Eier bei dem Affen. Tja, wenn's mal so wäre, ne? Das wäre was. Aber da du ja sowieso nochmal zurück musst. Ja, stimmt. Werden wir dann die Affenmission machen, checken wir danach, ob wir dann alles haben. Genau. Hast du recht. Also ab nach Hause! Gibt gute Cash. Cash in the Dash. So, wo waren wir denn da? Ach, ja, wir waren ja unter Wasser. Okay, Minimap oben rechts erledigt. Ah ja, stimmt. Hier schöne Magnesiumfackeln. Okay. Oh, da ist ja noch so eine Wand. Guck mal einer an. Oder hatten wir die schon? Die hatten wir schon. Hier ist ja nichts mehr. Ja. Okay, dann, wenn wir schon auf die Minimap gucken, dann können wir ja mal versuchen, da ein bisschen das sinnvoll abzulaufen. Vielleicht mal so im... Nee, gegen den Uhrzeiger. Jetzt gegen den Uhrzeiger. Sind es hier. Also da unten ist nichts. Dann würde ich jetzt hier weitergehen. Also das wäre hier. Und hier hätten wir... Erstmal. Oh. Oh. Lass mich schon wieder ablenken. Ah, Money-Sack, das ist der Yeti. Sehr gut. Ja, den hole ich auf jeden Fall. Gut. Die Zauberin hat hier einen echten Schatz. Es waren 2 Dutzend Rhinoxe nötig, um diesen dümmlichen Fellball einzufangen. Also kannst du sicher sein, dass er nicht billig rauskommt. Naja. Kassier mich ab. 1000! Boah. Das ist echt viel. Das ist echt viel, ja. Aber gut, wir haben's ja. Woher hast du all das Geld, Spyro? Es liegt nicht einfach auf dem Boden rum, oder? Oder doch? Ach, egal. Jetzt ist es meins. Die Errungenschaft hieß gerade großer Preis, kleiner... Nee, umgekehrt. Großer Bär, kleiner Preis oder so. Nee. Lass mich kurz überlegen. Nee, großer, kleiner Preis, großer Bär. Genau, kleiner Preis, großer Bär. Und ich wollte daraus jetzt den Spruch stricken. Kinder, haltet euch die Ohren zu, ne? Ist ja genau umgekehrt wie im Puff. Ah, okay, habe ich nicht gesagt. Ja, der erste belebende Atem der Freiheit. Mit der Demut eines verwundeten Sperlings verneige ich mich vor meinem edlen Befreier. Der ist ja richtig dankbar. Nichts zu danken, Kumpel. Ja, schließlich habe ich dich rausgelassen. Oh, du dreister, gieriger, doppelzüngiger, diebischer Bär. Moment mal. Er kriegt aber auch immer eine ab, ne? Ja, aber zu Recht. Mindestens. Bitte erweise mir die besondere Ehre, mich in der nächsten Zeit einmal zu besuchen. Ja, sicher. Sehr höfliche Haut drauf. Dann mache ich das direkt jetzt. Ihn besuchen. Wie heißt der? Bentley. Bentleys Außenposten. Ab dafür. Ich helfe dir gern, Spyro. Aber meine erste Sorge gilt meinem kleinen Bruder. Ich fürchte, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein. Das wäre lustig, wenn der kleine Bruder so ironischerweise voll der Riese ist. Er ist halt einfach später geboren als er, aber... Oh, was ist das? Aber er ist halt größer. Also körperlich größer. Irgendwie...
Was kann ich denn so alles? Achso, ich kann auch noch so raufkloppen. Was war das? Ach, da, das ist so ein Schutzschild. Glaube ich. Vielleicht gegen Geschosse, ja? Ja, der wirbelt so. Hey Bro, es wäre echt cool, wenn du den Felsbrocken zerschmetterst. Hau einfach mal zackig drauf. Bro trifft ja in dem Fall sogar zu. Vorausgesetzt, der ist das. Boah, ihr habt doch keine Chance. Ich bin recht behäbig, muss ich sagen. Häschen, gehst du da mal weg, sonst... Kollateralschaden. Ja. Ich bin recht behäbig. Achso, ich rede nochmal mit dir. Ich hab gehört, wie diese Typen dich einen Feigling genannt haben. Das lässt du nicht auf dir sitzen, oder? Also ich bin nicht so agil, deswegen, wenn die mich jetzt angreifen... Naja, ich greife zuerst an, sagen wir mal so. Was haben wir denn hier hinter? Das Level gefällt mir jetzt schon. Alles kaputt kloppen. Ja! Yeah. Oh, hat der angegriffen? Nee, der haut ab, der hat Angst. Zu Recht. So. Ist das geil. Oh, wie kommen wir da hoch? Da muss man nicht hoch. Ja, obwohl, da muss ich noch hoch. Ich hätte gern noch einen Doppelsprung, verdammt. Na gut, aber teilweise schon was eingesagt. Ah, wie geil. Moment, ich muss erst hier noch was erledigen. Das ist schon cool gemacht, auch mit den Toten. Ja. Ah, die Yeti-Zeichnungen. Das einzig Blöde ist... da mit einem Peace-Zeichen. Ja. Das einzig Blöde ist, ich sehe nicht mehr so viel, weil der relativ groß im Bild ist hier. Wenn du mit deinem Wirbelmove den Schneeball auf den Gong lenkst, stürzt bestimmt die Decke ein. Dass er das schon weiß. Ja, aber wo kommt der Schneeball her, wenn ich fragen darf? Moment. Wirft hier irgendjemand was? Da hinten? Er wirft auf dich, ja, dein Kumpel. Ne, wie war denn das? Ist aber schwer. Hä? Ich denke mal, du wirst vor ihn hin müssen. So, da habe ich getroffen. Wow. Ah, das okay. War jetzt schon Auto-Aim mit dem Schneeball, oder? Ja, ein bisschen vielleicht. Ist mir aber auch ganz recht so. Der war neu. Kann ich eigentlich auch... Ach nee, das wäre Rennen normalerweise. Kann ich noch was mit dem Gong machen? Ja! Ah, wie geil. Aha. Ja, wahrscheinlich kannst du die dicken Schneebälle zurückrudern, oder? Oh Gott. Ja, nice. Okay. Es macht so Spaß. Es macht so Spaß. Nein. Oh, falsch abgelenkt. Nach vorne. So. Oh, die arme Seerobbe. Ja, ein bisschen tut's einem leid. Oh. Was du kannst. Wäre ja noch schöner, wenn man da jetzt präzise zielen müsste. Verschreiß nicht. Da ist er wieder. Noch ein Gong. Toll, damit können wir bestimmt eine Lawine auslösen. Hat er ein Handy dabei? Kann sein. Das hört sich an, als wenn er das alles schon mal ausprobiert hätte. Nein. So. Wow. Okay. Yeti-Style. Oh, da war ein Gegner oben drauf. Pech gehabt, sag ich mal. Okay, hier geht's weiter und da... Erstmal gucken, was hier überhaupt schon geht. Na gut, ich denke mal, da wird storytechnisch weitergehen, wenn der Junge da auflangen will, ne? Mach erstmal den hier. Dazu musst du jetzt... Ja, stimmt schon. Komme ich überhaupt hier hoch? Das ist nämlich das Problem. Ich dachte, ich kann irgendwas vielleicht noch nicht. Der Ringinox hat den Weg mit dieser Kiste versperrt. Aber du kannst sie bestimmt aus dem Weg schieben. Schieben? Ich meine, ich habe jetzt auch noch nicht probiert, ob ich sie klein kloppen kann, aber sie sieht nicht so aus. Okay, machen wir mal so. Achso, er schiebt einfach. Schieb die Kiste runter. Schieb sie ganz runter. Oh, das war irgendwie gut. Das habe ich vorher gelesen, bei den Fähigkeitsdingern. Gut, dann gehe ich jetzt mal hier lang.
Ich habe gedacht, ich muss die so wegwirbeln. Das wollte ich eigentlich erst machen, aber da hat er schon geschoben. Oh. Hallo! Hey! Hulk Smash! Echt, ey. Leg dich nicht mit mir an. Das ist schöner Wandschmuck. Geht der auch kaputt? Nee. So, hier bin ich wahrscheinlich wieder am Anfang. Ne? Ja. Ach, ich Idiot. Jetzt bin ich da runtergelaufen. Nein, den ganzen Weg wieder. Und ich kann nicht sprinten. Ah. Aber gut, ich habe die letzten beiden eingesammelt. Ist doch auch was. Ich muss sagen, dafür, dass er normal läuft, ist er ganz zügig unterwegs, ne? Ja, es geht. Da wollte ich eigentlich hoch. Ja, ich denke, da wird es noch auf der anderen Seite bestimmt. Wenn man sich so die Minimap... Ah ne, kann man nicht so genau sagen bei der Minimap. Ja doch, ich würde sagen, geradeaus und dann gleich links und dann kommt man da hoch, ne? Ach stimmt, hier rein ist ja der Eingang. Ja, ja, genau. Das ist es. Hm, stimmt. Okay. Was sind denn jetzt... Auf der Minimap diese drei Knubbel, diese drei Inseln oben. Da waren die Seehunde. Hunde okay. Drauf. Ja. Ja, okay, dann ist das auch erledigt. Ah, ein Ei. Eier. Yeah. The Moonwalk wieder. Okay. Was klopft denn? Get the moves like Jagger. Hey, Schlaumeier! Du sollst doch so klug sein. Versuch doch die Blöcke herumzuschieben, um die Lücke zu schließen. Aber wie redet der mit mir? Ich dachte, das ist mein Bruder. Mich Schlaumeier hier. Um die Lücke zu schließen. Erstmal sammeln. Bumm. ach so. Na gut, das ist jetzt wirklich mehr so für Kinder die Aufgabe, ne? Ja. Einmal drum rumlaufen. Und dann. Nein, ich dachte, ich fäll den Baum. Mach ich nicht. Aber du hinterlässt Fußspuren im Schnee. Mal gucken, ja, da ist was. Aha. Bigfoot. Bigfoot. Chips Cola. Okay. Da hinten gibt's auch einiges. Was? Wie kann man denn da daneben hauen? Ach, so macht Looten noch mehr Spaß als eh schon. In Spyro. Moment mal. Ich dachte, ich hätte hier was Brüchiges gesehen. Ach nee, das ist so eine Wand. Ah, oh, man sieht wirklich nicht mehr viel hier. Ach. Oh. Ja komm, mach halt. Sauber. So. Jetzt mit Spyro auch immer so einfach wäre, die großen Kisten zu zerlegen. Ja. Geh da nicht runter. Nee, ist das der längere Weg? Ich weiß es nicht. Diesmal wollte ich tatsächlich absichtlich runterlaufen. Na gut, schauen wir mal hier. Stimmt schon, ich musste ja nur noch zu der Kiste zurück. War hier noch was? Nein. Oh, hallo? Wer sind wir denn? Egal. Ich hau drauf. So. Das passt doch. Aber links in das kleine Kabuff ist bestimmt auch noch rein, oder? Ja, jetzt schon. Bumm. Gleich beides zusammen kaputt gemacht. Wie viel... Wir hatten erst einen Yeti-Level aufzuholen, oder? Ein Yeti-Level und ein Affen-Level. Ein Yeti, ein Affen, ja. Hm. Gut. Danke, Bro. Hier hast du was Kleines für deine Steinsammlung. Was? Achso. Steinsammlung. Tada. Er verschwindet einfach für uns nichts. Und jetzt will ich 100% sehen. Könnte man auch brauchen, ne? Wo? Ach ja, tatsächlich. Da ist er. Oh, Feier. Alter, aua. Ah, sagen wir mal so, schnell und schmerzlos. Oder kurz und schmerzlos, sagt man. Totemzerstörung heißt die Errungenschaft und in dem Level sind wir auch fertig. Sehr gut. Nice. Raus hier. Geronimo! Das sah ja lustig aus.
1000 bezahlt, 600 zurück, ist ein ordentlicher Deal. Ja. Am Ende hat man ja immer genug, wenn man einigermaßen fleißig sammelt. Also Spyro hatte gerade gruselige Augen, möchte ich sagen. was ich jetzt mal machen wollte. Das war bei der Bambusterrasse, ne? Der erste Yeti-Level. Ja. Da gehen wir direkt hin. Wenn man es schon hat. Sind natürlich alle wieder da. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich hin musste. Hilfe. Da hoch. Oh, tschüss. Machen wir mal die Schnellversion. Das kennen wir ja hier noch vom... von der Jagdsequenz. Oh. Das ging dann doch nicht. Okay. Ein Insekt gönne ich mir. Hey. Lass es einfach. Lass es. Das bringt dir nichts. So, hier. Da ist jetzt offen. Zack. Ah, was für ein schöner Tag für einen Spaziergang. Ich wollte gerade zu meinem Lieblingshügel. Los geht's. Hey, ich glaube, ein paar Rhinoxe sind mit einem Ei diesen Hügel hochgerannt. Natürlich ein Ei, das war ja der Kleine mit seinen Sportschuhen ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Er hier? Ja. So, dann wollen wir mal kloppen hier. Ah, hier wird's echt sportlich. Ja, das Dumme ist, ich muss erstmal meinen Radius einschätzen. Ne? Da will man näher ran, dann greift der Gegner schon an. Mhm. Vorsorglich schon mal ein bisschen kloppen. Ach, das ist ja ein Gesicht drauf. Guck mal hier, das ist ein Panda-Gesicht. Panda. Ich hau trotzdem drauf. Gibt's gar nichts. Okay. Vielleicht hätte ich das auch mit der Wirbelattacke losschicken können. Ach so. Abgesehen davon. Hier. Mir mal ein Insekt klein gekloppt. Dankeschön. Bitte sehr. Man sieht dich auch gar nicht, wenn ich so normal renne, ne? Immer hinten dran, der kleine Ben. Wie bescheiden. Hier war nichts. Ja, so bin ich halt, ne? Ich versuch mal zu wirbeln. Nee, da geht auch gar nichts. Okay, dann muss ich jetzt hier das Timing abpassen. Oh Gott. Ist ja wie bei Indiana Jones. Nur, dass hier der Berg... TNT! Alter. Sag mal, geht's noch, ey? Mann! Die Nerven, ey. Dass ich keine Fernattacke hab. Ich meine, die habe ich nie, aber... sonst habe ich immerhin noch Feuer. Ja gut, wo kam denn dieses Fass her, verdammt? Ich habe keine Ahnung, ja, plötzlich voll. Donkey Kong. Hä? Ah, das... läuft ein bisschen schwul, oder? Muss man ja mal so sagen. Nein! Ah. Oh! Ach komm, doch, hat geklappt. Da kommt. Aber irgendwas. Auch ganz schön gemein, dass sie hier den Schwinger machen, ne? Oh! Aber das TNT-Fass war echt überraschend. Ich glaube, das war so ein Gag. Tut mir leid, kleines Insekt. Na los, schick's auf die Reise. Ah! Oh, das fliegt! Oh, es hat mich tatsächlich geplättet. Ja, das ist auf einmal fliegt. Oh, es wird doch spannend. Ach, habe ich hier die Abkürzung durchgenommen? Mann! Na, vielleicht sollte ich ihn auch einfach erstmal schwingen lassen und wieder abhauen oder so. Ja, dass ich dann einen Moment Zeit habe, weil dann... hast du gesehen, der nestelt so an seinem Schirm rum, ne? Für einen Moment. Ich glaube, in der Höhle hast du auch noch was liegen lassen, wenn ich mich nicht schwer täusche. Gucken wir gleich nochmal. Oh ja. Dankeschön. Ich hab keinen mehr, der für mich sammelt. Oh, wow. Nee. Das wird jetzt echt gefährlich. Ich renn wieder rein. Ach, die kommen nicht um die Ecke. Na dann. Bei meinem Glück wäre jetzt der nächste um die Ecke gekommen. Mann. Wegwirbeln kannst du nicht, ne?
Nee, hatte ich ja schon mit einem anderen probiert. Also das wäre jetzt hier auch zu riskant, wo ich gleich... Du kannst ja an der Seite stehen bleiben und dann einfach rein so. So. Ja, nee, das geht nicht. Okay. Oh! Hat er doch irgendwann aufzuwirbeln. Ich gehe erstmal hier lang. Da gibt's ein Leben. Ja, nice. Eigentlich müsste ich hier komplett das Haus kaputt kloppen und eine Etage tiefer landen. So doll, wie der zuhaut. Achso, da unten war ich vorher. TNT. Puh, das wird ja jetzt eine Nummer hier. Eieiei, da habe ich keine Wahl. Da muss ich richtig treffen. Oh, also, sobald du das eine Leben aufgesammelt hattest, war jetzt Sparks wieder komplett aber frisch, ne? Achso. Ach Gott, ist mir noch gar nicht aufgefallen, ja. Na komm, mach. Jetzt kannst du angreifen mit deinem Schirm. Aber ehrlich... Den kannst du auch nicht wirbeln, ne? Na, lieber nicht. Guck jetzt. Mach da an seinem Schirm. Oh, hey. Mach da an seinem Schirm irgendwie was. Da ist das Ei. Gut, machen wir gleich. Hört sich an, als wenn da eigentlich noch mehr rauskommen sollte. Okay. Hä? Soll ich draufkloppen oder was? Man kann nicht alles kaputt hauen. Okay, ich stand einfach falsch. Brubeck. Also Brubeck hätte ich mir jetzt sehr aggressiv vorgestellt. Einmal. Zweimal. Ja! Nice. So, und wollen wir jetzt? Fallschaden werde ich wohl nicht haben, hoffentlich. Oh. Also du hast alle Eier, alle... Ja. Also. Kannst du eigentlich wieder dann weg, ne? Ja. Wollte gerade noch sagen, eine Rausgeh-Animation wird es dann nicht geben. Dann könnte ich natürlich auch einfach per Menü raus. Ich glaube nicht, weil mit den Zwischencharakteren gab es nie irgendwie eine Sequenz, oder? Wahrscheinlich nicht. Oder er sagt noch was. Hey, ich glaube, ein paar Rhinoxe sind mit einem Ei diesen Hügel hochgerannt. Junge, du bist nicht aktuell. Er ist weg. Ja, er hat sich einfach aufgelöst. Verrückt. Achso, ich brauche hier nicht raus. Ja, gut, dann gehen wir... Wo waren wir denn jetzt? Waren wir mitten in der... Ich weiß es gar nicht. Abendsee war der Hub. Nee, Feuerwerksfabrik, da ging doch irgendwas nicht. Ja, das war mit den Affen. In einer Nische versteckt. Ja, dann gehen wir wieder genau in den Hub, in die Abendsee. Genau. Da müssen wir mal wieder gucken, dass wir uns einnorden. Wir wollten ja gegen den Uhrzeigersinn rum da schwimmen. Jetzt sind wir natürlich wieder rausgerissen und sind ganz am Anfang. Ach, aber... Was ist denn hier los? Ach, das ist der nächste Ding. Ja, da holen sie mich dann wieder ab. Ich sehe gerade, also dir geht's jetzt gut. Und ich sehe gerade, dass da noch was ist. Gibt's was Überirdisches auch? Das ist interessant. Wow. Oh. Nice. Da kann man auch klettern. Oh. Oha. Okay. Nicht das Wasser berührt. Ach nee, achso, wieder Sparks. Level. Okay. Da bin ich ja auch mal gespannt, was das denn für Levels sind, ne? Ja. Da kannst du dann wirklich mit Sparks in der Gegend rumfliegen, das wäre super lustig. Das dauert ja scheinbar noch ewig, bis hier mal was kommt. Mhm. Okay, ich bin jetzt vielleicht auch relativ zentral im Hub hier, ne? Ja. Vielleicht, wenn man das Spiel komplett beendet, weißt du, wie ich meine? Dass es dann so extra Missionen dann gibt oder so. Guck, was ich gefunden habe. Ah ja. Hanna. Montana. Da kommt schon was zusammen. Okay, dann gehen wir mal wieder runter. Achso, das war direkt, ja, das gehört. Frostaltäre. Warte mal, ich muss nochmal. Wo kam ich her? Hilfe. Da kamst du raus. Hier kam ich raus und hier wollte ich rum, ne? Genau. Stimmt, hier bin ich dann hier hochgeschwommen. Ja, exakt. Dann sind wir hier rein. Ja, das, so fing alles an, meine Güte, okay. Kann echt verwirrend sein. Okay, dann jetzt noch kurz reingeschnuppert in die Frostaltäre. Da hat man sich ja nie Gedanken um den Plural von Altar gemacht. Altäre. Heißt nicht Altare? B.
bin mir nicht sicher. Ich bin echt verwirrt. Willkommen bei den Frostaltären, Spyro. Im Auftrag der Eisfeen möchte ich dir für die Zeit deines Aufenthalts in unserer Welt eine Spezialkraft geben. Die wäre? Und jetzt erklär's noch. War klar. War klar. Die eiskalte Flamme. Der Eisstrahl. Oh, jetzt sind wir mal die ersten drei hier. Und dann müssten wir hier mal Pause machen. Oh, ist ein Pinguin, oder? Das sieht wie ein Pinguin aus, ja, mit der Bommelmütze. Ich hab grad den Elefanten, oder vielleicht ist es auch ein Mammut, würde besser zur Thematik passen. Da hinten. Stimmt, den hab ich gar nicht gesehen. Und auch der Dodo da unten, der wird wahrscheinlich die Lebensenergie. Die sind ja wieder alle super. So witzig. Dumbo, komm zurück, Dumbo. Können wir uns leider erst beim nächsten Mal angucken. Hier bei Spyro. In der Zwischenzeit müsst ihr euch die Zeit vertreiben, aber das kann man auch ganz gut, indem man mal auf Bens Kanal geht. Den Link dazu gibt's in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Bis dahin. Ciao.